Es ist teilweise hanebüchen, was beim Bürokratieabbau alles angegangen werden muss, weil es einfach über Jahrzehnte liegen geblieben ist. Bürokratie, die immer wieder aufs Neue aufgebaut wurde. Manchmal übrigens von denen, die mir jetzt vorwerfen, ich würde ihre eingeführte Bürokratie nicht schnell genug abschaffen. Aber wir sind da jetzt dran. Wir schauen uns beispielsweise die gemeinsame Agrarpolitik an. Eigentlich eine gute Sache, aber von jedem Mal zu jedem Mal noch bürokratischer geworden. Und jetzt holen wir den Sand endlich aus dem Getriebe. Mein Lieblingsbeispiel, die Beantragung der GAP-Mittel. Die erfolgt elektronisch. Soweit eine super Sache. Aber wenn ich als Landwirt jedes Jahr aufs Neue angeben und belegen muss, dass ich selber immer noch der aktive Betriebsinhaber bin, da hätte ich auch schlechte Laune. Also künftig reicht in der Regel der Nachweis aus dem Vorjahr. So einfach kann es gehen. Oder Ohrmarken. Rinder, Schafe, Ziegen, die bewegen sich halt nun mal. Da kann man auch mal an dem Busch oder Zaun hängen bleiben und die Ohrmarke verlieren. Das hat bislang dazu geführt, dass die Tiere dann keine gekoppelte Prämie mehr bekommen haben. Ohrmarke weg, gleich Prämie weg. Dieser Automatismus gehört der Vergangenheit an. Auch bei den Öko-Regelungen der GAP setzen wir auf mehr Flexibilität und vereinfachen so, dass unsere Praktiker auf dem Feld nicht weiter vom Glauben abfallen. Ich könnte jetzt viele weitere Beispiele aufzählen, aber ich denke, Sie merken, worauf ich hinaus will. Klar ist aber auch, wichtige Standards, die ja mühsam gemeinsam errungen wurden für Umweltschutz, für Klimaschutz, für Tierschutz, die dürfen nicht unter dem Deckmantel der Entbürokratisierung verwässert werden. Es geht darum, tragbare, vor allem für die Landwirtinnen und Landwirte praktikable Lösungen zu finden, um den Herausforderungen der Bewältigung der Klimakrise, der Artenvielfalt, aber natürlich auch die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer deutschen Landwirtschaft bis zur Ernährungssicherung für unsere Bevölkerung, um alles das gemeinsam, um dem gerecht zu werden. Ganz abschaffen werden wir Bürokratie sicher nicht. Es braucht sie halt auch hier und da, um Regeln umzusetzen, um Kontrollen, um Transparenz zu schaffen. Was unnötig ist, das kommt weg für mehr Feld und weniger Papierarbeit.